Ja, guten Abend, Coach Mansonen. Ein 5:2 gegen die Spitzenreiter vom HC Neumarkt im letzten Heimspiel vor den Playoffs. Was halten Sie von der Leistung des Teams am heutigen Abend? Ja, guten Abend. Ja, muss sagen, das war super gespielt und jedes Spiel war 100% gegeben. Und diese Mannschaft, wir sind und ganze Saison, das ist immer open gehen und das war nichts Besonderes von uns. Wir können das bringen, jeden Spiel. So, heute auf dem Spielerbogen fehlte wieder Matthias Eisenstecken, der Verteidiger mit der Nummer 82. Warum spielt er heute nicht und wird er bis zu den Playoffs wieder fit sein? Ja, Matthias hat lange Zeit verletzt sein und er hat gespielt letzten Sonntag, aber wir wollen nur sicher sein, dass er 100% für Playoffs und sicher er ist fit für nächsten Freitag. I don't know. I've been playing really well with my line mates. We've been playing consistent every night, and you know it takes a lot to get to 100 points. You know, like Yui's been putting the puck in the net almost every time I get him the puck, and that always helps. And we've got a lot of big goals from a lot of guys. The guys I play with the most, Chereza stepped up and scores again tonight with a big goal, and you know Johnny's been chipping in. So. You know, when things are going right in the right direction, then that always helps, and it's a bit of a personal accomplishment. But it's really 41 games with all my teammates and passing the puck and guys putting the puck in the net at the right time. So it's a team effort in the end. Yeah, I definitely think that we just proved it to ourselves that when we go out and play the game we want to play and our style, we can beat anyone in this league, and it's just a matter of us believing in it and. We'll test that theory out next Friday, and we're looking forward to getting it started in the playoffs.